So, meine Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer Folge, die neu ist. The Beast Inside. So, jetzt sind wir kurz davor, in diese Scheune einzudringen. Wir hatten irgendwas mit unserem super Ghostbuster-spaciges Thermaldetonator, hätte ich beinahe gesagt. Hier, lass mal schnell dran denken. Spektral in die, ja, irgendwas, egal. Auf jeden Fall tun wir irgendwas damit finden bei. So, und jetzt geht's los. Wir sollen hier unten und dann, ups, eieiei, jetzt komme ich nie wieder raus. Oh, das ist ein Hirsch. Ganz einfach nur ein Hirsch. War doch. God, who could have done this? This wasn't just some poacher, more like a fucking sadistic hunter. Ja, und? Das ist ein Handwerk. Schau dir den Hirschkadaver näher an, der hast du mir auch gerade. Mio, mio, ja, 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 ja. That beeping. It's as if it's coming from the inside. The animal is hung up on a rope. Oh. Maybe I can get up there and cut it down. Ja. Da jemand ist eingesperrt oder die Seele des Hirschens möchte befreit werden. Okay. Yay, fast gut. Yeah. Das war mein bester Wurf. Und das war der allerbeste. Jetzt aber. Oh, super, Tomji. Meine Güte. Jetzt, juhu. Ich fühle mich so ein bisschen wie ein... Scheiße, weil ich komme nicht hoch. Der Tisch. Oh. Ja, nehmen wir mal mit. Ne, das finde ich gut. So. Ja. Ja. Mhm. Sieht sehr gemütlich aus, ne? So ein, ja. Gemütlich halt, ne? So, wie kommen wir denn da hoch? Reicht das so? Ich glaube nicht. Ui. Nochmal. Yep. Ah. Warte mal, da hat er was angezeigt. Der hat doch gerade was angezeigt, oder? Dass ich da hoch. Ja, super, Tomji. Super, 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 super gut. Jetzt aber ab. Nein, es will nicht gehen. Einfach nein. Ja, scheiß Dreck. Komm da hoch. Wie kommen wir da hoch? Okay, hier gibt's doch nichts, was hier irgendwie rumliegt, ne? Was man dagegen lehnen könnte oder so ein Stück Leiter oder was weiß ich was. Hier die Schubkarre. Ich würde die Schubkarre, den Dings, und dann könnte ich mich da raufstellen. Das würde ich so machen, ne? Aber dieses Spiel sagt so, nö. Es muss was anderes, Spektakuläres sein. Es ist wahr, dass dieses Brett hier den ganzen Holzbalken... Okay. Wie können wir den Rest der Leiter denn ergänzen? Hacke. Ja. Da oben ist auf jeden Fall, das müssen wir durchschneiden. Und hier ist doch der Haken von der ganzen Sache. Der Haken hängt hier dran. Warum machen wir das hier nicht ab? Ja, wahrscheinlich ist dieser Typ, der das hier, dieses Hirsch hier aufgehangen hat, unglaublich groß. Aber dieses Piepen geht mir total auf den Pisser, ne? Was kommt tatsächlich von da raus? I should cut down the deer. Ja, ist ja gut. Dann cut down the deer. Aber. Kommen wir ja nicht hoch. Was wollen wir da mucken? Das ist bestimmt so banal einfach, ich schwöre. Und ich komme da einfach nicht drauf. Aha. Oder ist doch gar nicht mal so banal einfach und hier war einfach nur was versteckt. Ja, da hast du recht, aber ich beobachte gerade diese ganzen sexy Werkzeuge, die sich hier befinden. Ich frag mich, wem gehört das Ganze hier alles? Was? Ah! Dankeschön, Herr Geist.
Offensichtlich macht das immer nur jemand so, weil hier ist jede Menge Blut auf den auf der Kiste drauf. Ja. Oh, zu weit. Also, wir müssen das unbedingt hier abschneiden. Ach, guck mal, schon angeschnippt. Zack, putsch, putsch. Und alles ist kaputt. Oh, was haben wir hier? Njong. Was sollen wir da machen? Streicheln. Das hilft, ne? Oh, this is sick. I think I'm gonna puke. Oh, bitte nicht. What's all this equipment? Yeah. Why was it in... Fuck, what if the Soviets sent someone to follow us? Well, there's the fuse. So the fucker who gutted the animal has also been in our house. In our basement. If this isn't a threat, then I don't know what is. At least I've got a goddamn fuse. Time to go to the basement and turn the power back on. Yeah. I don't like this. Yeah. Someone's butchered a deer and the evidence suggests that sick fuck has been in our house. Oh my god. Man muss durch die ganze Welt latschen, um nachher die Sicherung in die Kadaver eines Hirsches zu finden. Twisted kids in the area played with the occult. I don't think this could have been them. Besides, the equipment that was inside it looked. Nein, das ist einfach nur gestörter Pisser, der das gemacht hat. Clearly, the locals make new neighbors feel welcome. I just hope they don't mistake us for turkeys on Thanksgiving. Vielleicht der, der uns am Anfang umgebracht hat. Ich denke mal, da steht ein Hirsch, aber naja. Emma, ich bin zurück und habe eine Sicherung dabei. Ich bin ein sehr fleißiger Junge. Okay, boom! Okay. Naja, es gibt ja so viele Buh-Effekte hier in diesem Spiel. Dim. The power's back on, I guess. Und wir haben wieder Monster. Zugemauert. Interesting. Or maybe it's no big deal. Maybe I've just been reading too much Poe. Well, my job here is done. I better go back under Emma's thumb, considering her mood swing. Mach doch die It's dicht. Only the third month. Die Lampe dicht, like ja. By the ninth. Hier gibt's jede Menge zu essen. Wieso gibt's hier Konserven so viele? Und ein Hackebeilmesser? Das ist alles sehr, sehr beunruhigend. Wir stecken das einfach, damit der Mörder es nicht findet und zerhacken kann. Schon mal Vorkehrungen treffen gegen unseren Tod. Das ist aber sehr dunkel hier, ne? 1000 Räume sind in diesem Haus verschlossen. Bill! Jesus, woman! You want me to have a heart attack? Cool, huh? Das ist der Hut von den Vatern, von den Typen, von der Vision, vom Tagebuch-Vision. Fucking Houdini. Maybe he's never gotten out of that hat. Actually, where did you find it? I just read about one like this. Upstairs. Now watch carefully. If it's a rabbit, I want it for dinner and stew. Ta-da! Clever. You think you can sugarcoat the work for me with magic? Where do we start? Ta-da! Einige Zeit später. Darling, do I really have to remind you what the doctor said? You've done it plenty of times already, yeah, but really, I don't have to sit idle all the time. Still, in your condition. It's not critical. I'm just pregnant, remember? But fine. Ernsthaft? Die hat ein Dreiviertel der Wand gestrichen und sie sagt, Baby, mach mal ein bisschen Pause hier. Und jetzt steht's hier rum. Na, du? Wie soll die Wand... Ja, genau. Vielleicht ein bisschen Farbe reintunken oder was?
Wir sollen ernsthaft. Ja, la 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 la. Das sieht so schön aus. And did you give them our new number? Honey, it's the government. They even know the angle you're tilting your head at. Gives me the creeps. Ever thought about doing something other than, you know, cryptanalysis? Die Farbe geht total gut. I mean, before you joined the CIA? Like what? Like, something that doesn't come with being responsible for millions of lives. Some job without all the spies, agents, lurking behind your back. Without the constant feeling that you can't trust anyone. Not really. Besides, I can trust you, right? Zugang gemacht. Oh, was macht sie jetzt? Ich weiß, was sie möchte. Can you move that piece of furniture? There's something behind it. Deswegen buckelt sie die ganze Tiefe. Na gut, dann sollen wir jetzt auch noch die Kommode schubsen. Wo will sie denn hinhaben? Oh, das ist aber ein schönes Bild. Oh Gott. Now I regret putting that thing on my head. I wonder who that guy was. Maybe if we hang this in the bedroom, you'll come to us in our dreams and tell us everything. I'd hang you first. Okay, okay. Sorry, buddy, you're going to the basement. That's the proper place for gentlemen from the previous century. Okay. Einige Tage später. Das müsste ja auch ein bisschen fertig sein, das Haus jetzt, ne? Auf jeden Fall sind wir nicht... Oh, guck mal, wie weit die sind. Die haben schon etwas gerissen. Die haben es schon ganz gemütlich gemacht. Vorhänge, Tapeten. Die Möbel sind einigermaßen okay. Da hängt trotzdem noch ein Bild von noch einem hässlicheren Typen. Ja, das Telefon klingelt. Wollen wir nicht ein bisschen schneller hinlaufen? Ach, das sind ja 70er, deswegen sind auch die Sachen so farbig drauf. Geh ans Telefon. Na super. Die 70er halt, ne? Hello. Hello. It's David. So, this is it, boss. This is the moment when you start to rush me and I start to sweat. I don't want to press you too much, but I haven't heard from you for a week now. So I thought, maybe he was killed by bears or wolves. I'd better call him. Because you're stuck in the middle of nowhere, right? Yeah, I'm stuck in every possible way. You're not the only one. Three quarters of the team were assigned to work on the Russian woodpecker. And on top of that, Harold has vanished. Harold? The one who intercepted the telegrams? What happened? I don't know. Stress? He's been paranoid lately, seeing Soviets everywhere. Either he went nuts and did something stupid, or those Soviets did get him after all. Fuck, on our soil? Well, they could be anywhere. And I don't want to think he's playing both sides. To make it even worse, Bill and Mildred will shut down the project if we don't make a breakthrough in the next few weeks. I've got the documents from Janice with me. I'll get down to work. Good luck. And give my regards to your wife. I'll call you in a few days. Okay. So there goes my vacation. The cipher machine is in the office. I've wasted enough time already. Okay, die Frage ist, wo ist diese... Wo ist unser Büro? Hat jetzt gelacht, wenn wir... Was ist denn das? Ah ja. Rotieren, um die versteckte Botschaft zu finden. Ich rauche zu viel. Verdammt, ich kann immer noch nicht Tabakduft riechen. Eklig. Ich bin so froh, dass ich mit dem Rauchen aufgehört habe. In meinem Büro rauchen alle und dann fertig umbunden. Die Sowjets müssen dafür nicht einmal ihre streng geheimen Waffen einsetzen. Alles klar. So, zurück. Und tschüss. Ja. Sinnloses. Das ist aber. Oh nein, was ist denn das? Okay.
Wem gehört das Zimmer hier? Alles klar. Gut, okay, das war ein super Wurf. Wem gehört das Zimmer hier? Ist das unser... Okay, ist abgeschlossen. Ist das unser Büro vielleicht? Ich will mir nicht vorstellen, dass das ein Schlafzimmer ist. Wir schlafen nicht mit unserer Uschi zusammen im Bett. Na, vielleicht will ich es ja auch nicht. Mokat Dortu. Komm's, Tür zu. Ist abgeschlossen. Na klar, ist ja abgeschlossen. Ich schließe auch immer alle Türen in meiner Wohnung ab. Hier auch. Hier auch. Hier nicht. Noch ein. Was soll denn das? Haben wir getrennte Schlafzimmer? Aber auf jeden Fall scheint das irgendwie... Oh, hier eine Baseballkeule. Digga, was geht denn? Hat kein gutes Leben mit seiner Frau hier, ne, der Typ. Ach, da ist unser Schlafzimmer. Wem gehören die anderen beiden Zimmer? Da ist ja wohl ganz klar, wer hier der Ordnungsfreak ist. Ich schnüffel so gerne eine Schuhe, Frau. Oh, schön, eine gute Note am frühen Morgen, das vertreibt kommen und so. Oh, okay, so. Ja. Nee, lass mal. Obwohl so ein bisschen. Nee, lass mal. Obwohl so ein bisschen. Nee. Oh fuck. Sind die so schwer? Ja. Okay, wo ist unser fucking Büro hier immer? Wohl nicht in den oberen Bereich bei den Schlafzimmern. Da frage ich mich, wie gehören die Zimmer alle? Sind das die Kinderzimmer? Kriegen wir Drillinge? Unser. Couchraum. Living Room. Enough slacking. I need to go back to the office. Ja, ist ja gut. Ich weiß nicht mal, wo dieses scheiß Office ist, verdammte Kacke. Das wäre wohl etwas, was einem Büro nahe käme. Aber wo ist diese Maschine? Warum liegen so viele Zeitungen hier auf dem Boden? Hier haben wir eine Pizza gegessen von Van Pizza Service. Die beste Pizza in der Region. So, warte mal. Was haben wir hier noch so? Hier mit Zigaretten. Wer raucht noch? Wer hat aufgehört und raucht gleich? Okay, das soll. Wo ist denn die scheiß Maschine? Keller, 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 Keller. Wupuru, wupuru. Okay. Verdammt. Wo hat denn der Penner sein Büro? Ich glaube, das sollte sein Büro gerade sein. Dann darf ich mal fragen, wo ist die Küche? Da drin ist doch die Küche, das ist die Küche. Okay, dann wäre das sein Büro. Wo ist denn seine Maschine? Da ist dieser Wecker, der ist geweckt. Okay. Bap, 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 bap. Chiffremaschine, das ist ein Büro. Ich habe bereits genug Zeit verschwendet. Ich frag mich, wo ist es denn? So aussieht. Das ist mehr Living Room, wa? Kein Fernseher, hm? Büro. Brr, brr, brr. 20.000 Kilo wiegt das Ding. Ah, still warm. Ja. Emma knows how to get me on my feet. Okay. So, how do I do it again? Folgende Anweisung für die Enigma-Maschine. Werfe einen Blick ins Handbuch. Bist du bescheuert? Ich kann doch. Also, wenn ich das drauf habe, dann gewinne ich auch den Zweiten Weltkrieg. Benutzen. Was soll ich denn genau benutzen? Mein. Okay. Zurück. Das Handbuch ist das. So. Lesen. Open the cover in place. Bitte befolgen Sie nach Anweisung, das Gerät muss von Aktivierung zuerst kalibriert werden. Gehen Sie davon von vorgemacht vor, öffnen Sie die Abdeckung an der Oberseite, indem Sie den Griff auf der rechten Seite drücken. Öffnen Sie die Abdeckung auf der Oberseite, warte mal. Öffnen Sie die Abdeckung auf der Oberseite, indem Sie den Griff auf der rechten Seite drücken. For starters, I need to open the top cover. Ach, das wäre diese Abdeckung. Oder das hier? Nein. Okay. I need to take the right cylinders from the table. Luckily they're Scheiße, ich dachte, ich kann step by step vorgehen. Nein, nein, ich muss alles auf einmal können. So. Legen Sie danach die Zylinder in die römischen Zahlen wie folgt. Steckplatz 2, Position 4, Position 5, Position 8. Schließen Sie die Abdeckung, stellen Sie die Fenster gesenkten Anzahlen. Okay, wir versuchen nochmal step by step. So. Zurück.
Open. Reihenfolge. I need to remember that each cylinder goes into a specific position. Ja. Kann ich das nicht benutzen? Von links nach rechts hat. Ah ja. Was? Nein. Okay. Erstmal fangen wir so an. Eins, richtig. Zwei. Zwei. Drei. Oh, was? Kann ich nicht drehen? So viele passen ja gar nicht rein. Vier. Nee, da stand doch was anderes drauf, ich Doofkopf. Nochmal zurück, ich hab das verlesen. So, warte. Something wrong. This isn't how it should be. So. Wir sollten... Ey, lies das scheiß Ding jetzt. Ey, lies das scheiß Ding. Ey, lies das scheiß Ding. Okay. So. Wir sollten anfangen mit 2, 4, 5 und 8. 2, 4, 5 und 8. Ist doch nicht so schwer, Tom Jim. 2, 4, 5 und 8. 2. 2. 4. 4. 4. 5. Und 8. Sehr gut. Zurück. Okay, the first part's done. Now it's time to set the cogs. So. Huch, lies es ein Scheiß jetzt. So, schließen Sie die Abdeckung. Stellen Sie die im Fenster angezeigten Zahlen von links nach rechts auf folgende Position. 2, 14, 6, 22. 2, 14, 6, 22. Hätte ich bloß mal andersrum angefangen, oder? So. Piece of cake. Now for the last step, the wires at the bottom. So. Upsi, pupsi. So. Öffnen Sie die Abdeckung an der Unterkante des Gerätes. Stecken Sie die Kabel in der Abdeckung in Folge A, F, G, Z. Jetzt brauche ich aber Adler-Button. Ah, mein Gott. A, F, G, Z, R, T. Right, now I just have to plug that in using the right order. Ah. What? Ah. Ah. F. Ah. G. Z. R. Und T war es, ne? That's it. Now I just need to enter the password. Okay. So. Hey. Führen Sie den Test mit dem Test. Passwort BPFL up flup. Okay. I have to be careful. Scheiße, ich dachte, the wrong letters. I'll have to reset the cogs. Was war B? P. B, was nicht so. I think I'm doing it wrong. I should set the upper knobs at their starting position. Wrong again. Nee. I need to reset the cogs as described before. Und dann B. I think I'm doing it wrong. I should set the upper knobs at their starting position. Wie mache ich das denn jetzt? Wrong again. I need to reset the cogs as described in point 4. Das ist nicht dein scheiß Ernst, ne? The last thing I have to do is write the password. B P F L U P, I think. Ja, ist ja gut, das hättest du mir vielleicht vorher sagen sollen. So, 2 14 6 22. So.
I think I'm doing it wrong. I should set the upper knobs at their starting position. Welche Knöpfe denn? Nochmal. So. 3, 14, bla. Genau. Das ist alles korrekt. Richtig. 3, 14, 26, genau. So. Now for the password, and that's not yet. It was point 8 in the manual. Okay, und wie setze ich das denn zurück? Das war jetzt... A. B. P. F. L. U. P. Okay, it works. I can get down to it. Och bitte, mach das doch alles selbstständig. Now what? Check combinations 29 and 30. Okay, here we go. Okay, macht er wohl selbstständig jetzt alles, ne? Nein, macht er nicht. Nothing. Fuck. Was ist denn das? Rasiermesser. This terrible crime shocked. Fuck. This looks like our house. The victim's throat was slashed. This is getting too fucked up. Seriously. God, how long has this been here? Is this blood or just rust? Is this what I think it is? More notes from Nicholas. It hurts, so I must be alive. Damn it, I almost broke. So, ich verspüre immer Schmerzen, was bedeutet, dass ich immer noch im Leben bin. Verdammt, ich hätte mir fast das Genick gebrochen. Er hat mich überrascht. Ich war überhaupt nicht auf so etwas vorbereitet. Aus nächster Nähe hatte er etwas Unmenschliches an sich. Als er sich auf mich stürzte, fühlte ich, wie ich plötzlich von unerträglichen Schmerzen ummannt wurde. Ich habe etwas derartiges noch nie erlebt. Sein Blick glich dem eines misshandelten Tieres. Diese Verzweiflung in seinen Augen. Ich war so überwältigt von seinem Anblick, dass ich mich nicht bewegen konnte. Ich wollte schreien, doch mir war, als hätte mir jemand die Stimmbänder herausgerissen. Wer zum Teufel war er? Warum war er im Schlafzimmer meines Vaters? So kenne ich ihn. Das war's auf jeden Fall für heute. Es hat mir Spaß gemacht. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten und tschüss.